wie gesagt, es ist schon zum Teil, es ist so Geschichte, das sind so die Objekte von dem Museum für islamische Kunst. Das ist, und dann gibt es nochmal den Teil dokumentarisch, Teil Kunst dokumentarisch, und die zeigen eine Art so, zum Teil, sie zeigen so einen kleinen Blick von dem Leben in Syrien, wie es vor so 2012 war. Und dann die zweite Etage, das wäre dann der zeitgenössische Kunst, und das zeigt, da habe ich mich um die Phase ab 2011 orientiert. Das natürlich kann man es nicht vergleichen, weil muss man irgendwie sehen, wie die Künstler damals gearbeitet haben. Aber ich habe mich an die Phase orientiert, weil es ist so viel Änderung oder so viel Einfluss an die Kunstwerke von den Künstlern da entstanden nach dem Krieg oder Revolution oder was auch immer nennen wird. Und das sieht man halt an der Thematik von dem, was es der Thematik, was den Künstler selber beschäftigt. Es sei denn, manche beschäftigen sich mit dem Tod, wie Hibal Ansari hat eine Installation über den Tod gemacht. Manche beschäftigen sich mit dem Thema Flucht und andere halt Hauptthemen sind bei ihnen, es ist Gewalt oder sowas.